Der HW Tech Podcast. Hallo, willkommen zur heutigen Folge des HW Tech Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin Senior Specialist für Sales Enablement für HW. Unser heutiges Thema ist: Wissen Sie, wie die Öltemperatur in einem Hydrauliksystem errechnet werden kann? Und da ich Ihnen die Antwort nicht geben kann, habe ich meinen Kollegen Axel eingeladen, der ist Key Market Manager. Und der wird uns etwas dazu erzählen, hoffe ich. Hallo Ralf, danke für die Einladung. Ich denke, ich kann da ein paar Informationen zu dem Thema beitragen. Super, freue ich mich. Axel, kannst du uns bitte mal erklären, warum ein Hydrauliksystem erwärmt und warum es wichtig ist, die Temperatur zu berechnen? Lass uns mal mit den Basics beginnen. Wie findest du die Temperatur hier drin? Oh, ist ganz angenehm. Ich nehme an, so 20, 21 Grad. Ja, richtig. Und das aber, obwohl wir draußen, naja, winterliche Temperaturen haben. 0 bis 5 Grad vielleicht. Ist klar. Ich meine, wir heizen hier drin, wir sind in einem umschlossenen Raum und dadurch erwärmt sich der Raum. Und im Grunde genommen passiert das Gleiche mit der Hydraulik. Okay, also hast du eigentlich schon gesagt, was das mit dem Hydrauliksystem zu tun hat. Aber könntest du ein bisschen genauer sagen? Also, wir haben ein umschlossenes System, in dem wir Wärme erzeugen. Hier mit der Heizung. In dem Hydrauliksystem ist die Verlustwärme, die in der Hydrauliksystem auftaucht. Und der wesentliche Unterschied ist natürlich, hier in dem Raum wollen wir die Wärme festhalten. Mhm. Im Hydrauliksystem wollen wir die Wärme möglichst schnell nach außen abgeben. Mhm. Und in beiden Fällen aber wollen wir die eingebrachte Leistung möglichst gering halten. Da ist es wieder das Gleiche. Okay, also es geht eigentlich um ein Gleichgewicht zwischen der eingebrachten Energie und der abgestrahlten Wärme, oder? Perfekt beschrieben. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ja, dann sind wir schon fertig. Nein, Scherz beiseite. So schnell sind wir noch nicht fertig. Warum muss denn die Temperatur überhaupt berechnet werden, damit man das so machen kann? Wir wollen im Hydrauliksystem, wir dürfen ein Hydrauliksystem nicht überhitzen. Die Maximaltemperatur, die wir üblicherweise immer annehmen, ist 80 Grad Celsius. Das ist wirklich das oberste Limit. Tendenziell versuchen wir drunter zu bleiben und es gibt Anwendungen, die auch tiefere Temperaturen dann erfordern. Mhm. Und wie geht das jetzt mit dem Berechnen? Im Prinzip, so wie du es gerade schon dargestellt hast, wir müssen das Gleichgewicht errechnen. Also wir rechnen die eingebrachte Wärme und die abgestrahlte Wärme. Und die eingebrachte Wärme sind die Verluste im Hydrauliksystem. Wenn man nicht so genau darüber Bescheid weiß, dann kann man so 50% der eingebrachten Leistungen treten im Hydrauliksystem als Verlust auf. Kann man mal so als Daumengröße annehmen. Okay. Und wie viel Energie oder Leistung wird jetzt nach außen abgegeben? Das hängt von dem Behälter ab. Und zwar nur von der Abstrahlfläche des Behälters. Und auch da gibt es eine Faustformel. Und zwar bei einer Behälteroberfläche von einem Quadratmeter können wir ungefähr 150 Watt Leistung abstrahlen bei einer Temperaturdifferenz von 10 Kelvin. Okay. Also je höher die Temperaturdifferenz ist, desto mehr Wärme wird natürlich abgestrahlt. Und je größer der Behälter ist oder die Behälterfläche ist, desto mehr Wärme wird auch abgestrahlt. Mhm. Habe ich jetzt also eine Behälterfläche von einem Quadratmeter, nur mal als Annahme, und eine Verlustleistung in meinem System von 600 Watt, dann erhöht sich die Temperatur um 40 Kelvin. Also bei 20 Grad Umgebungstemperatur, die wir jetzt hier gerade haben, ungefähr 60 Grad Celsius. Wow, das ist ja ganz schön warm. Mit unseren kleinen Kompaktaggregaten stehen wir dann aber ziemlich schlecht da, oder? Eben nicht. Da stehen wir sogar relativ gut da, denn wir haben dort keine glatte Behälterfläche, sondern wir haben ein geripptes Gehäuse und wir haben Gehäuse aus Aluminium. Aluminium überträgt die Wärme sehr gut und die gerippte Fläche erhöht die Abstrahlleistung nochmal. Und beispielsweise mit unserem HKF-Aggregat, was ja wirklich schon recht klein ist und keinen Quadratmeter Fläche hat, können wir bei 10 Kelvin schon 400 Watt Leistung nach außen abgeben. Also schon deutlich mehr als mit einer glatten Fläche. Okay. Was noch dazu kommt, wir wollen auch möglichst wenig Leistung einbringen. Deswegen betreiben wir unsere Aggregate, wann immer möglich, im Abschaltbetrieb. Also wir führen nur dann Leistung zu, wenn es auch erforderlich ist. Okay, ja, das klingt ja ziemlich positiv. Gibt es eigentlich auch Möglichkeiten, externe Kühler einzubauen? Ja, natürlich. Viele konventionelle Hydrauliksysteme haben externe Kühler. Die führen nochmal zusätzliche Wärme ab. Letztendlich geht es aber darum, dass man wieder das Gleichgewicht herstellen muss zwischen Verlustleistung und abgeführter Leistung.
Okay. Aber die Prinzipien der externen Kühler, ich denke, das ist nochmal eine separate Podcast-Folge wert, da müssen wir uns nochmal treffen. Ja, aber wie wähle ich denn so einen Kühler aus, wenn wir auch nicht ins Detail gehen? Okay, wir haben Berechnungsformeln dafür. Wir haben einen Hydraulikrechner online, hydraulik-calculator.hw.com. Und da findet man alle diese Formeln und damit kann man schon recht gut rechnen. Okay, und das werden wir natürlich in die Shownotes mit verlinken, damit unser Publikum das auch nutzen kann. Dann mache ich mal eine kleine Zusammenfassung, damit du sagen kannst, ob ich dir auch gut zugehört Okay. habe. Eine stabile Öltemperatur ergibt sich aus dem Gleichgewicht zwischen abgestrahlter Wärme und der eingebrauchten Verlustleistung. Korrekt? Genau. Die abgestrahlte Wärme ist von der Kühlfähigkeit des Behälters und von der Temperaturdifferenz zwischen Öltemperatur und Umgebungstemperatur abhängig. Passt das so? Perfekt, genau, das sind die beiden Größen. Na spitze, dann machen wir Schluss und ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Kommen und Erklären und ich bedanke mich natürlich auch wieder recht herzlich bei Ihnen, dass Sie zugehört oder zugeschaut haben. Falls Sie Vorschläge für weitere Podcasts haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail zu podcast@hw.de und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen. Danke dir, Ralf, und wir hören uns beim nächsten Podcast.